Hier beobachten wir optische Beugung an einer CD, einer DVD und einer Blu-ray-Disc. Halogenlicht enthält alle Wellenlängen. Es ist kontinuierlich und das kann beobachtet werden, wenn man einfach das reflektierte Licht sich anschaut von so einer Halogenlampe. Wir wollen das hier etwas genauer analysieren und nehmen dazu nicht eine kontinuierliche Lichtquelle wie die Halogenlampe, sondern einen Laser. Um den Winkel auszumessen, unter dem das Licht durch die Beugung reflektiert wird, falten wir mit Papier ein Gebilde, strahlen den Laser zentral ein, links, und stellen vorne die Disk hin. Beobachtet werden kann hier für diese CD, die einen Gitterabstand von etwa 1,6 Nanometer hat, dass nach links und rechts zwei Maxima erscheinen. Die Beugungsordnungen erster und zweiter Ordnung. Der Winkel, unter dem diese Beugungsmaxima auftreten, hängt auch von der Wellenlänge ab. Für einen grünen Laser, das heißt für eine kleinere Wellenlänge, sind die Winkel kleiner. Es geht allerdings auch der Gitterabstand ein. Für eine DVD ist dieser Gitterabstand ungefähr 0,74 Nanometer. Das führt dazu, dass die Beugungswinkel größer sind. Hier ist daher nur noch die erste Ordnung nach links und rechts der Beugungsintensitäten zu sehen. Für eine Blu-ray-Disc ist der Gitterabstand nochmals kleiner, etwa 0,32 Nanometer. Daher würde ein Beugungsmaximum bei einem Winkel von größer 90 Grad erscheinen, was natürlich physikalisch gar nicht geht. Daher wird nur das direkt reflektierte Licht beobachtet. Wie diese Beugung beschrieben werden kann, auch mit Formeln, diskutieren wir in der Vorlesung Einführung in die Optik.